ganz herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich weiß, ich kann es selber nicht glauben, dass ich gerade dieses Wort ausgesprochen habe, dass ich hier sitze und die Kamera aufgestellt habe. Es ist 2023, ich sehe anders aus, meine Haare sind kürzer und meine Haare sind ein bisschen orange, aber das ist mit Absicht, bevor jetzt wieder jemand sagt, was ist da passiert. Das sollte so passieren. Was machen wir hier nochmal? Okay, Melissa, reiß dich jetzt zusammen. Auf jeden Fall zeige ich euch heute meine Go-To-Frisuren, die ich wirklich abwechselnd jeden Tag mache, weil sie einfach gut aussehen und weil ich weiß, dass sie gut aussehen. Zum Beispiel auch, wenn ich schnell wohin muss, mache ich diese Frisuren. Da investiere ich halt so ein bisschen Zeit rein, aber ich weiß, dass sie am Ende gut aussehen werden. Und es sieht auch bei kurzen Haaren gut aus. Und ich bin jetzt der Beweis. Deswegen, let's freaking go. Ew, Melissa, ew. Für meine Lieblingsfrisuren brauchen wir eigentlich immer, ja immer, diese kleinen Haargummis. Normalerweise habe ich immer die schwarzen davon. Die habe ich nicht mehr, weil die leer gegangen sind. Deswegen habe ich diese durchsichtigen, was nicht so schlimm ist. Dann seht ihr es vielleicht besser einfach in der Kamera. Aber an sich benutze ich immer die schwarzen. Excuse you, ich drehe gerade ein Video. Wir fangen jetzt mit meiner favorite Frisur an. Meine Haare sind gerade, by the way, nicht gewaschen. Also ich habe sie, glaube ich, zuletzt... Ich weiß es nicht. Ist schon echt peinlich gerade. Entweder vor 3 oder 4 Tagen gewaschen. Ja, diese Frisuren kann man auch mit nicht gewaschenen Haaren machen. Es ist sogar meistens besser, weil dann halten sie besser und dann fliegen nicht so kleine Härchen, weil sie dann ein bisschen fettiger sind. Klingt eklig, aber get over it. Bei jeder Frisur ist optional, ob man so vorne 2 Strähnen lässt. Ich glaube, ich lasse heute keine Strähnen. Der allererste Schritt ist, wir machen erstmal einen Mittelscheitel. Den habe ich jetzt eigentlich schon. Ist der gerade? Mir ist auch irgendwie sowas voll egal, ob der gerade ist oder nicht. Manchmal sagen mir Leute, dein Scheitel ist nicht gerade. Okay, was soll ich jetzt machen? Heulen wir jetzt eine Runde, oder? Außerdem brauchen wir diese kleinen Spangen. Ich habe gerade wieder die durchsichtigen, aber die habe ich auch in braun, in schwarz und in verschiedenen Farben, weil ich einfach liebe. Ich liebe diese kleinen Spangen, weil die sehen einfach richtig Pinterest aus. Aber bei den Pinterest-Frisuren sieht es immer so schön aus, aber die Frisuren halten einfach nicht wirklich. Also immer diese lockeren Pinterest-Frisuren. Oh, ich habe das so ganz schnell gemacht, sieht wunderschön aus. Das hält bei mir 2 Sekunden, danach geht es auf. Deswegen brauchen wir eben diese Gummis. Ich habe auch irgendwie so ein... Ja, das war ein Katzenhaar. Also, für die erste Frisur brauchen wir 4 Partien. Deswegen fange ich jetzt erstmal hier an mit der ersten Partie. Dann ziehe ich das Ganze gerade. Am besten, man benutzt so einen Spielkamm. Ich nehme immer 2 parallel, weil sie bei mir reißen und nicht halten. Es ist voll schwer zu reden und zu zeigen. Ja, basically ist das dann auch schon die erste Strähne. Also seht ihr, es ist einfach. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Wer ist verlobt? Du bist verlobt. Du bist verlobt, aber mit 17. Wenn ihr jetzt aussieht wie 3, habt ihr alles richtig gemacht. Also das sind schon mal die 2 Strähnen. Jetzt kommt hier die nächste. Teile ich wieder einfach so eine Partie ab. Und ich bekomme immer so Aggressionen, so eine gerade Linie zu ziehen. Aber man bekommt es dann hin. Also nicht gegen die Wände schlagen. Wenn es so ein bisschen zickzack ist, ist nicht schlimm. Aber sieht halt nicht so clean aus. Seht ihr jetzt, wie clean und gerade die Linien sind? Das wollen wir. Zieht die Gummis nicht zu fest. Ihr werdet Kopfschmerzen bekommen, wenn ihr das zu fest zieht. Aber je fester ihr das auch zieht, desto... Mehr liftet das euer Gesicht. Also alle meine Frisuren geben dem Gesicht so einen kleinen Lift-Effekt. Aber übertreibt es nicht, weil ihr bekommt echt Kopfschmerzen. Ja, da habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht, weil... Oh, sieht toll aus. Es sieht wirklich toll aus. Ich finde die Maus super. Das ist die erste Möglichkeit. Also jetzt haben wir hier diese ganzen Gummis mit den Partien. Aber weil ich extra bin, mache ich jetzt diese kleinen Spänkchen. Und zwar... Über die kleinen Haargummis, weil dann verdecken wir das Ganze. Ich muss, glaube ich, ein bisschen näher an die Kamera. Da noch eine Maus. Hier noch eine Maus. Diese Spangen kosten beim DM, glaube ich, nur so 2 Euro oder so. Deswegen affordable. Und das ist die erste fertige Frisur. Das ist, glaube ich, echt mein Favorite. Es sieht einfach süß aus. Man sieht ordentlich aus. Man sieht trotzdem ein bisschen fancy aus. Es ist einfach 6 in 1. Und ab geht's zur zweiten. Ich muss die jetzt aufmachen, die Maus. Ich habe es voll schön hinbekommen. Auf geht's zur nächsten Frisur. Aber diese Montagen sind ja richtig fancy, man. Dazu hatte ich auch mal ein Tutorial auf TikTok gemacht, weil ich die eine Zeit lang so oft getragen habe, wirklich. Ich habe sie mit jeder Haarfarbe getragen. Dazu teilen wir hier wieder eine Partie ab, aber eine größere Partie diesmal. Wir brauchen hier wieder so eine gerade Linie auf jeden Fall. Junge, Junge. Und dann binden wir das Ganze. Also seht ihr, die ist so thicker. Also wir haben jetzt so eine dickere Strähne. Die muss auch ein bisschen dicker sein, weil die teilen wir gleich. Aber schaut einfach weiter zu. Bleibt dran. Miau! Leo! Was, Leo? Schau jetzt. Das
macht er immer. Immer will er in mein Zimmer reinkommen. Und wenn er drinnen ist, dann geht er wieder raus. So, die Attitude für was? Man könnte die Frisur auch so lassen, aber ich finde, das sieht extrem so aus, als würde ich gleich auf eine Hüpfburg springen. Deswegen, meine Freunde der Sonne, teilen wir diese Strähne hier in zwei so. Dasselbe machen wir mit dieser Strähne einfach auch in zwei Teilen sozusagen. Ich hatte diese Frisur auch damals auf TikTok gesehen tatsächlich. Und seitdem habe ich es immer gemacht. Jetzt nehmen wir diese beiden Strähnen und binden sie einfach zusammen. Also diese Frisur ist echt richtig easy und geht auch echt schnell und sieht aber halt fancy aus. Und dann denken halt alle so, oh mein Gott, was hast du da gemacht? Und sagst du, ich habe Melissas Video angeschaut. Mein Löwe, mein Bär. Irgendwie sehen meine ganzen Frisuren aus wie so Wings-Frisuren. Sind wir ehrlich. Das ist die fertige Frisur. Schau mal, wie schnell das ist. Ich habe da wirklich nur 5 Minuten gebraucht. Vor allem, wenn man das hier hinten nochmal so zusammenbindet, gibt es so einem so Volumen. Wisst ihr, es macht nochmal so einen Wow-Moment. Normalerweise würde ich jetzt noch mit diesem Got2b, sogar das ist schmutzig. Junge, kannst du mal den Satz zu Ende bringen? Normalerweise würde ich nochmal mit dem Got2b-Kleber so meine Babyhärchen zurückkämmen. Aber weil ich ja jetzt mehrere Frisuren mache und es wieder aufmachen muss, bla bla bla, mache ich das jetzt nicht. Aber dann sieht das noch cleaner aus. Dann sieht es richtig clean, fresh aus. Vor allem, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich meine Haare einfach offen lasse, so zu Hause, ich sehe aus wie Kylie Jenner. Wirklich, ich denke mir so, wow, Haare sitzen, man sieht so voll glamorous aus. Aber sobald ich die Tür verlasse und mich draußen irgendwo im Spiegel sehe, sind meine Haare so. Die sind so. It's not the vibe. Stop! Die sind wirklich so. Was passiert in dem Moment, wo ich die Tür verlasse? Weil zu Hause sah es gut aus. Aber zum Beispiel, wenn ich so Frisuren habe, wo die gebunden sieht, sieht es auch draußen noch gut aus, weil die Haare nicht so die Möglichkeit haben, sich zu bewegen. Wisst ihr? Das ist meine Theorie. Weiter geht's. Ich habe echt eine Konzentrationsschwäche manchmal. Ich lasse mich so leicht ablenken. Zum Beispiel jetzt sehe ich so eine Schere. Ich sage euch jetzt nicht, was ich mit dieser Schere machen wollte. Okay, weiter. Ich habe heute mein Augen-Make-up versucht, ein bisschen so an meine Haare anzupassen. Merkt man das? So. Ein bisschen so orange, morange. Nächste Frisur. Ich kann es nicht lassen. Ich kann es nicht lassen. Ich werde es nicht lassen. Wo du schläfst. Oha. Der hat die Note gehört. Nicht? Okay. Meine letzte Lieblingsfrisur, die ist eher so ein bisschen eleganter, weil die anderen sind ja schon ein bisschen verspielter. Die Frisur ist einfach perfekt, wenn man zum Beispiel rausgeht am Abend, aber man kann sie auch echt gut im Alltag tragen. Und zwar brauchen wir dafür 2 Partien von hier vorne, die wir einfach abtrennen, sodass ich sozusagen diese vordere Partie habe und die Haare hier nach hinten, weil die kommen danach drüber. Das müsst ihr echt glatt ziehen. Am besten, man macht da noch so ein bisschen Haarspray drauf. Das mache ich jetzt, glaube ich, auch. Hier, God bless, müssen wir nicht darauf achten, dass der Scheitel gerade ist oder dass sie irgendwas gerade gezogen haben, weil man das nicht sehen wird. Die Frisur ist so ein bisschen schwer zu erklären, aber ich versuche mein Bestes. Das hier binde ich jetzt sozusagen und ziehe das Ganze dann so. Jetzt versteht ihr gleich, was ich meine. Und jetzt mache ich diese Haare hier drüber. Über das hier kümmern wir uns gleich, aber versteht ihr? Dann haben wir hier das hier so. Sleek. Das ist eigentlich diese Frisur, so wenn man seine Haare hinter die Ohren macht, aber die verrutscht halt dann nicht, weil wir es binden. Macht Sinn oder macht Sinn? Seid ihr schon mal Pferd geritten? Seid ihr schon mal Pferde geritten? Ich hatte als Kind eine Freundin, sie hatte Pferde. Die waren echt süß, sie hatten auch einen Pony, aber ich hatte so Angst. Ich hatte als Kind wirklich Angst vor jedem Tier. Ich hatte Angst vor Katzen, hatte auch eine Freundin von mir. Tschüss. Leo, isst du denn jetzt? Leo, der kleine Manschgal. Auf jeden Fall hatte dieses Mädchen Pferde und dann sind wir einmal zu ihrem Reithof da gegangen. Und ich hatte so Angst vor dem Pferd, wirklich. Ich habe mich aber trotzdem drauf getraut. Aber sie hat mir dann so erzählt, ja, du darfst das nicht machen, sonst trete dich das Pferd runter. Ich so, okay, sag mir halt gleich, dass ich gleich sterbe. Tschüss. Aber an sich sind Pferde so tolle Tiere. Aber Leo ist auch toll. Leo, schau mal, du bist mein Pferd. Leo ist so mein Pferd. Jetzt machen wir hier dasselbe. So, jetzt sieht es noch weird aus. Deswegen nehmen wir jetzt Bobbypins. Am besten nimmt man tatsächlich so flache Spangen, aber ich habe die verloren. Bobbypins gehen auch. Die anderen sind echt besser, aber dann steht, also schaut einfach zu. Jetzt nehmen wir die Strähne, pinnen die sozusagen an unseren Kopf, damit die nicht so hässlich absteht sozusagen. Ich pinne das einfach wirklich an meinen Kopf. Leo wartet da. Und macht dann die Haare so drüber. Tada! Und jetzt würde ich wieder eigentlich mit diesem Got2b-Gel da hier so drüber gehen und so meine Baby... Oh, das war ein bisschen viel Gel. Und das ist meine dritte Lieblingsfrisur. Ich zeige euch jetzt noch ein Hack. Wenn euch diese Bobbypins nerven oder die so rausschauen oder keine Ahnung, ihr euch jetzt denkt, Digga, was labert diese Mimira? Das nervt doch. Dann nimmt... crazy. Dann nehmt euch so ein Haarband. Nehmt ihr dieses Haarband. Ich
Ich zeige euch gerade alle meine Geheimnisse, Leute, wirklich. Also, ihr nehmt dieses Haarband, setzt es so drauf und setzt diese Strähnen einfach unter dieses Haarband sozusagen. Weil dann ist man wirklich auf der sicheren Seite. Piekst nichts raus oder keine Ahnung was. Und jetzt denkt ihr euch so, dann muss ich ja gar nicht diese Strähnen machen, wenn ich einfach ein Haarband benutze. Ich mache das trotzdem, weil dann sitzt es einfach alles besser. Ich bin momentan richtig auf meinem Haarband. Trip so. Ich liebe Haarbänder. Ja, das ist auch schon das Video. Das sind meine drei Lieblingsfrisuren. Wenn ihr noch einen weiteren Teil meiner Lieblingsfrisuren haben wollt, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe tatsächlich echt sehr, sehr vermisst, einfach in die Kamera zu reden. Ich hoffe, 2023 sehen wir uns hier öfter. Ciao.